Willkommen zurück zu Warriors of the Free Ultimate. Ja, Freunde, es geht weiter mit einer sehr witzigen Schlacht, wo Gunning und Masanori Fukushima sich die Kills battlen, ja. Die machen jetzt so ein Challenge bei Mikatagihara, wer die meisten Kills in einer gewissen Zeit bekommt. Und ich entscheide mich für Gunning. Ich spiele lieber mit Gunning. Vor allen Dingen, den hatten wir auch noch gar nicht gespielt. Da ist auch noch ein Grund, warum wir jetzt mit Gunning das Ganze machen. Erstmal reden wir mit Kanbei Kuroda. I ask you again, my life of victory in battle. Which would you choose? You can ask as much as you like. I will always choose victory. So you shouldn't concern yourself with me. You are more compassionate than you give yourself credit for. I guess this means neither of us are cut out to be tacticians. Kanbei will nur gewinnen. So ist es als Strategie, ne? Da plant man die Strategien ja auch, um zu gewinnen. Noch ein Strategie. Motonari Mori. This must be fate. Very well. I will tell you the secret to long life. No thanks. A long life just means more work. Da hat er irgendwie recht, ne? Yes, you may be right. Ja. Da hat er wirklich recht. Da kann man wieder philosophieren. Ich lass es mal lieber. Welt auf Mikatagihara. Das machen wir jetzt auf jeden Fall. Find the officer fighting bravely at Mikatagihara and get him to join your side. Let's do this. Lumeng, Gunning und Yukimura Sanda. They heard that there was a lone officer who was taking on the demon army by himself at Mikatagihara. For the sake of Masanori Fukushima, who was eager to fight, Lu Meng was extremely interested in the information that Lian Shi has brought him. It caused Lu Meng to think of a single individual. Although quick to fight, he was a man that could be relied on. If he was safe, then he definitely was a man that Lu Meng would like to have joined their forces. Auch wenn er dann wieder immer Old Man genannt wird. Together with Masanori Fukushima and Kiyomasa Kato, Lu Meng set out for Mikatagihara. An officer fighting against the demons. Only one name comes to mind. Do you think it's somebody we can count on? Indeed, I will vouch for his skills and his enthusiasm. Although he's a bit... Alright, I take on all of these demons myself! Like him. Basically, you mean he's an idiot. Diese Konversation, ey, manchmal zu gut. So, Lu Meng geht jetzt richtig ab. Golden Glory X, endlich. Ich weiß gar nicht, wie schwer diese Schlacht war. Uch, bin mal so töricht und nehme einfach nur Mystic Sickle mit Gunning jetzt. Nehmen auch mal wieder ein anderes Pferd gleich. Mit Yukimura Sanada, da werde ich jetzt auch Dragon's Tail X verwenden. Der Spaß endet hier. Ohne Witz, Mann. Ah, nur harte Sachen. Masanori Fukushima darf nicht sterben. Panzang ist jetzt der Ersatz von Gunning. Und ja. Wir müssen Diamondback besiegen und sonst sind hier auch nicht wirklich nennenswerte Offiziere. Legen wir mal einfach los. Ah, hier nehmen wir irgendeinen anderen Track. Irgendeinen Hype-Track. Last War? Nah. Mal gucken, was wir nehmen.
Hunduns Theme? Ah, ne, wir haben ja nicht Hundun jetzt. Ist auch zu krass, ganz ehrlich. Das Theme. Das passt eigentlich ganz gut. Auch wenn wir nicht Video haben. Oh yeah, Mikata Gaara. Völlig von Lava übersät. Hier sind ja auch immer die Orchi-Truppen irgendwie. Diesmal mit Blue Mengs Outfit aus Ice Wars 4. Für mich auch sehr gut. Mag das Oldschool Meng Outfit. Natürlich sieht er mehr aus wie ein Adeliger. Gefällt mir aber auch. Ja, jetzt kommt Gunning. Oh ja, mit der Dice Voice 4 Outfit auch, das beste Gunning Outfit, was hier gegeben hat. Weil er so eine Piratenweste hat, das passt am besten zu ihm. Ja, ist ja ehemaliger Pirat, ne? Ah, so episch, Mann. Schade, dass Gunning nicht mehr seinen Piratensäbel hat, ohne Witz, Mann. Ich vermisse das so. Das hat einfach so eine Waffe von. Ja. Von Hiyaksu. Und in Voice Orchid 4 hat er ja auch nicht mehr das Piratensäbel, dann hat er glaube ich hier dieses blöde Fegel, das passt auch nicht zu ihm. Wir müssen so viele Gegner vernichten, wie wir nur können. Das ist die Aufgabe dieses Duells. Guck, jetzt duellieren die sich, wer die meisten Kills macht, das ist so episch. So frei macht sogar auch mit, WTF. Also ich bezweifle, dass Sufai annähernd eine Chance hat gegen Gunning und Masanori Fukushi macht. Aber okay. Und zack, yeah, Gunning räumt auf, der macht es mal gerade hier. Oh yeah, oh, ist das ein geiler Extra-Griff, das ist ein geiler Extra-Griff, Mann. Oh, bad. Ist das geil, Mann, das macht richtig Laune. Und nochmal, einfach spammen den Move. Weil er broken ist. Easy, good, good, good. Ist auch ein sehr schöner Move. Oh, Gunning ist so gut. Guckt's euch an. Wenn Wei Zheng Liao hat, dann hat Wu Gunning. Jetzt wisst ihr, warum das eine Sache ist, dieser Spruch. Guckt euch den Schaden an, Mann. Das ist ridiculous. Und ich habe nicht mal hier ein Attribut drauf auf dieser Waffe. Einfach nur awesome. Das ist wirklich ein geiler Extra-Griff. Kann man auch nicht blocken, glaube ich. Ja, da konnte Hiyaksu sein Extra-Griff machen. Das kann Gunning natürlich nicht. Aber dafür hat er andere Vorzüge, wie ihr sehen könnt. So. 300 Kills haben wir schon. Na, ihr könnt doch gar nicht ansatzweise mitteilen, oder? Masanori, wie viel hast du? Du Lappen. Möchte gern Kämpfer. Nur eine große Fresse, das hat er. Masanori Fukushima. Boah, Alter, ich mach jetzt hier mal Musu rein. Wie gefällt euch das? Ja, das, der hat auch nicht mehr so Style wie früher, ne? Wo er noch das Schwert hatte, das war der geilste Musu-Angriff. Er kam instant raus und war so fucking schnell. War schneller als zu Fuß, Mann. Das war ein cooler Musu, Mann. Der hat er leider nicht mehr. Ganz ehrlich, ich vermisse so dieses Piratenschwert von ihm. Das wird er nie wieder kriegen, leider. Mensch, Boy, mach doch mal was. Ohne Witz. Weiß nicht, was sie aus Gunning gemacht haben. Seit Ice Warrior 7 ist er für mich gestorben, irgendwie. Was die Waffe betrifft. Cooler Charakter bleibt er natürlich noch. Ice Warrior 6 fand ich auch noch cool mit den zwei Dolchen. Das hatte was. Das passt auch zum Piraten, ne? Wie der redet. Enemy Reinforcements and gar nichts. Ich bin nur Messenger. Alter, ey. 580 Kills. Wie viel brauchen wir? 600? Oder 1000 sogar. Macht die viel Schaden. Jesus. Müssen wir aufpassen, müssen wir. Das geht schon klar. Ich werde jetzt hier nicht wechseln. Schreibt euch das in die Ohren. Ich werde nicht wechseln. Das soll Gunning machen, das ist seine Challenge. Ja, du lose den Fight, Masanori.
Und Piraten, ne? Hast du noch nicht gesehen hier, wie Gunning. Lucy ist in Sengoku was heißt, mit Chika Chuzukabe auch ein Pirat. Aber mit Gunning kann er nicht mithalten, ganz ehrlich. Guckt es euch an. Wird aufgeräumt. Hey Gunning, räum doch mal dein Zimmer auf. Es sieht schon wieder so wunderlich aus. Ich brauche mein Zimmer nicht aufräumen, ich räume die Dämonen auf. Komm wieder dahin, wo sie hingehören. Nicht in die Hölle. Jetzt wird Cottonmouth noch besiegt. Zack, und hinterher machen wir einen Musu. Ach ne, der ist nicht voll. Fuck. Jetzt aber, oder? Ja. Bis Cottonmouth wurde nicht erwischt. ETF. Oh, ist halt so. Und jetzt sind die anderen Charaktere mal dran. Na, Lumeng. Yugimura-Sanda habe ich auch noch nicht verwendet. Kommt aber noch. Jetzt sind die anderen dran. Gunning hat jetzt erstmal Pause, wirklich. Aber der Anfang war eben halt für Gunning. Da stand er im Fokus, deswegen musste ich das mit Gunning machen, finde ich zumindest. Oh, jetzt sehen sie sich. Das ist auch eine komische Cutscene. Und die stürzen sich schon wieder in den nächsten Fight. Kiyomasa, Kato und Umeng denken sich nur von Idioten umzingelt. Oh, Sun Kong ist jetzt da. Na, endlich mal ein würdiger Gegner, ey. Nicht dieser Klumbatsch hier. Können doch nix. Nix drauf außer Zahnbelag. Ah, ich vermisse diese Feuerpfeile so sehr, ne, aus Orochi 1 und 2. Eher gesagt aus Orochi 2, weil wir in 1 und 2 nie verbuggt. Kam nie. Na, wegen der Ex-Angriff nochmal von Lumeng. Könnten mich hier umbringen. Machen mega viel Schaden. Ah, so ging das. Aufgespießt und weggeschmissen. Saugeil. Jetzt aber Yukimura. Auch anderes Design diesmal. Samurai Warriors 1 Outfit. Sieht man jetzt schlecht, ne? Wegen der Aura. Yeah! I'm so fast! Hm. Sieht ganz gut aus, ne? Samurai Warriors 1 Outfit. Ja, Yukimura ist natürlich auch mega stark. Er hat in Sengoku Basar sogar zwei Speere. Ich glaube, die Speere in Sengoku Basar sind ein bisschen kürzer, ein ganz kleines bisschen nur. Ja, hier ist es ein bisschen breiter. Länger, glaube ich auch. Hier ist das längere Speer. Zweideutigkeit intended. Stehen geblieben, du Defense-Captain! Du hast hier nichts mehr zu defensen. Denn Defense ist vorbei. Da ist der Weg. Out! Oh yo, hier. Der Speerstoß, auch saugeil. Yeah, Yukimura Sanada. Yukimura! Ah, herrlich. Oh shit. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Gunning nochmal. Ein letztes Mal Gunning und. True Triple Moo Fucking Sue. Mamushi, mein Mushi, komm, meine Mushi. Bitte, ich will dich berühren. Damit du hier schön in den Kram reinkommst. Yes. Und los geht's. Yukimura und Lumeng und Gunning. Elimination. Total Destruction. Und Sun Wukong ist besiegt. Das war doch mal geil, oder? Ich glaube, wir haben mehr Kills als Masanori Fukushima. I'm sorry, my friend. Tja, da guckst du blöd aus der Wäsche, was? Guckt sie euch an, die beiden, ne?
Well, that was a good fight, don't you think? I'm sorry for you. Had to lose like that, though. I didn't lose! Okay then, how about we have a little contest in the next spell? Yeah, I'll raise you, just like last time! Are you sure we should bring them back with us? I have a feeling we would better be off if we left them here. I don't know about that. The people that live here would never forgive us. I think it's best for everybody if we just take them back, keep an eye on them ourselves. I'm not looking forward to this trip. Oh Gott, die beiden, ey. Wie sich distanzieren, ja, auch mit Recht, ne? Wenn Masanori auf Ganingen trifft, dann ist, ja, da hat man nichts mehr zu lachen, irgendwie. Naja. Steelglaive! Ja, viel schlechter als unsere. Bye? Besser als das. Oh, der Dark Thrasher sah nice aus. Nicht den, den Masanori uns geschickt hat, den anderen. Ah, ne, hier ist Divine Nation drauf. Das gibt's nur in Orchi Free Ultimate. Dark Thrasher. Ah, ist besser. Zhongwei's Dry Eye. ETF. Crimson Spear sieht gut aus. Zweite Waffe. Ja. Okay. Das war diese Schlacht. Die hat auch wieder richtig Laune gemacht, wie ich finde. Jetzt spielen wir wieder Lotto und drinken ein bisschen. Oh, Old Man. Boah, bei Ganing ist das Lager auch voll. Wind Access brauchen wir nicht. Und mit Fist Rings brauchen wir nicht. Phoenix Talents mit 3 Attributen. Brauchen wir. Thunder Rod, 2 Attribute. Brauchen wir nicht. Bullshit. Slicer brauchen wir nicht. Sparkling Draft, schon wieder. Ah, nee, sonst war es immer Shakyao, die den bekommen hat, ne? Jetzt haben wir auch was Besseres. Das sieht gut aus. Haben wir aber Gold Leaf Scroll X. Brauche ich also nicht. Ecliptic Blast. Brauche ich nicht. Wind Shooter. 2 Attribute, zu schlecht. Vicious Headshot. Das Problem ist, bei Hundun ist alles broken bei mir, wie ihr sehen könnt. Jede Waffe ist super krass. Da brauche ich überhaupt nichts mehr bei Hundun. Ah, Lingchong ist natürlich auch hier. Och, machen wir Dinnerparty. Die geht immer. It's some good wine. It is very light and refreshing. Fellow followers of the Way of Peace. Wait, my sermon is not finished yet. This is the wine of the finest vintage. Jo, ich werde wiederkommen. Ach, guck mal, wer hier ist. Ich hab mehr Kills dazu. Nächstes Mal hab ich mehr Kills. Die beiden, ne? Oh, man. Erinnere mich an einen Kumpel damals. Der hat auch mal gesagt, diesmal hatte ich mehr Kills. WTF, Mann. Darum geht's doch nicht. Und so, man schafft die Schlachten immer. Oh, Mann, ey. Das sind Spielkinder, Ganing und Masanori. Naja. Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr es mir gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. We'll be right back.